So Leute, jetzt nochmal zurückzukommen zu den drei Brandstiftungen, die ich gelegt habe, ja, in den drei Einfamilienhäusern, ja. Habt ihr auf YouTube gesehen, wahrscheinlich davon, habt ihr davon mitbekommen, ja, habt ihr euch vielleicht ein bisschen angesehen, wenn ihr darüber weißt, ja. Ich habe auch einen Bushido, der in Leben steht, hat auch manchmal Dummheit in den Kopf, man lebt nur einmal. Ich habe drei Brandstiftungen begangen an drei Einfamilienhäusern, ja. Und ich habe das Glück gehabt, ja, ich hätte durch mit Geld kann man alles Mögliche kaufen. Nicht alles erkaufen, aber einiges erkaufen, ja. Ich habe mit ein bisschen Bestechungsmethoden den schwächsten Richter rausgesucht, ja. Für mich, der für mich gearbeitet hat, ja, der eigentlich dazu da war, mich dafür zu verurteilen, ja. Und hat mir einen ganz starken Anwalt geholt. Und einen ganz starken Anwalt ist ja ein bisschen teuer, ja. Und was ist das passiert? Der Richter hatte gegen den Anwalt keine Chance, obwohl die Beweise offensichtlich waren, dass ich es war, ja. Ich habe die drei Häuser angezündet, genau. Und es ging gar nicht mehr davon aus, und selbst wenn mein Haus nicht in Brand gesteckt wird, ja, mein Haus wurde nicht in Brand gesteckt. Ich habe drei Häuser in Brand gesteckt. Genau. Weil ich das einfach nicht mehr. Weil ich, genau, um da rauszukommen, einfach, ja. Und den Neniet, Leben und Tod des Kenneth Glöckner, ne? Da beschreibe ich die Geschichte von diesem K, ja, diese Geschichte von diesem K, ja. Also ich für ihn gebürgt habe, für das, was er jetzt schon was Scheiße saß, ja. Diese Scheiße ist verdammt wahr. Ich habe wirklich für ihn gebürgt, Alter. Er weiß, dass er eine Scheiße saß. Wo sind die Schulden auf einmal hin? Warum kommen keine Briefe mehr? Warum ist nichts mehr da? Weil ich sie bezahlt habe für ihn. Und jetzt habe ich einen Schritt weiter. Es werden neue Schritte kommen in seinem Leben. Vermutlich werden durch irgendwelche Ereignisse, die in seinem Leben stattfinden, vielleicht auch noch irgendwelche Klamotten wie passieren, wie Körperverletzungen und wer weiß auf welche Weise, ja. Und wir haben es immer gut gemeistert und geschafft. Marco ist stark, er ist einen starken, klugen Kopf, dass wir es wieder so reißen werden, ja, dass ich bürgen würde und mich wieder für ihn einsetzen würde, ja. Wir suchen per ein bisschen Geldentlohnung den schwächsten Richter raus. Und ich komme mit den stärksten Anwalt, ja. Und Marco, versprechen, wir werden immer da rauskommen, weil es möglich ist. Man kann schummeln, man kann die Leute einfach mit Geld schmieren. Ist möglich, kann ich sogar öffentlich sagen. Was interessiert, wer das Geld nicht hat, kann die Leute auch nicht schmieren. Aber wenn ich das Geld habe und ich bürge für dich und ich schmiere für dich, dann kommst du auch da raus. Ist egal, was passiert, ja. Du kommst da raus. Genauso wie ich aus den drei Brandstiftungen rausgekommen bin, wo ich die drei Häuser abgebrannt habe, ne? Ja, du wirst auch rauskommen. Ich helfe dir. Ich weiß nicht, was passiert. Bis jetzt ist nicht viel passiert bei dir. Du hast deine Währung, du hast deine Nachsorge. Das geht aber auch in die richtige Richtung jetzt alles. Ne? Das sollte also langsam alles anlaufen. Und wenn noch was passiert, du irgendwas hast, Messer liegt oder was weiß ich was, bist du immer gut rausgekommen. Ne? Du hast selber gekämpft. Aber das Problem ist, Richter wollen ja auch nicht immer wieder eine Chance geben, weil es schon wieder passiert ist. Ja? Der Richter denkt auch, das weiß ich nicht. Jetzt hat er das schon. So und so oft ist das jetzt passiert, dass er irgendwie Messer eingesetzt hat oder eine andere Waffe eingesetzt hat, ja, weil es vielleicht zwei Leute waren oder was Notwehr waren oder was ein kräftiger, überlegener Mann war. Ich kriege es hin für dich, ja. Die Gesellschaft wird darüber schlecht denken, ja. Die Gesellschaft denkt dann auch, ja, guck mal, das ist jetzt schon so, und das ist schon öfter vorgekommen, ja, und der ist immer mit einem Freispruch davon gekommen, geht das sowas. Das kann auch irgendwas nicht richtig sein, ne? Und das machen wir mal ganz auf unsere Weise. Sollte sowas nochmal passieren, mach dir keine Sorgen. Ich bezahl für den schwächsten Richter und komme für den stärksten Anwalt auf. Und wir machen deine Verhandlung, du kriegst meine Unterstützung mit meinen geschmierten Leuten, ja, der Richter wird keine Chance haben und du wirst wieder mit einem Freispruch rauskommen. So machen wir das. So macht die Elite die Schmiergelder klar. Und Knacko Wagner kommt einfach aus dem Gericht heraus, als wäre nichts gewesen. So wird es laufen, Alter. Homie. Ja, wir sind Freunde, Alter. Du weißt, ich stehe hinter dir, Alter. Du weißt, wo ich dich für dich gebürgt habe. Ich habe für dich geratzt, Alter. Kohle hast du gemacht. Jetzt brauchst du sie nicht mehr. Kohle ist nicht wichtig. Aber ich hole dich aus der Scheiße, dass du nicht in den Knast musst. Und du, weil du bist Gold wert.